Willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Aces of the Pacific. Mein Name ist Selma und das letzte Mal wurden wir zum Captain befördert. Und ich vermute, dass wir jetzt das Loadout der Staffel und die Formation bestimmen können. Squadron Info. Jetzt haben wir schon zwei Asse. Ich bin mir nicht sicher, dass die das letzte Mal auch schon da waren. Gerald R. Johnson. Ja. Gut, das hätte ich mir vorher angucken können und dann hätte ich auch darüber ein bisschen was erzählen können. Machen wir das nächste Mal. Fliegen wir mal die nächste Mission. Nochmal Bomber eskortieren und jetzt sind wir der Leader. Das heißt, wir können hier die Formation auswählen. Echelon Right, Echelon Left, V, Forefinger, Line. Line abreast, abreast. Also ich, Vorfinger ist eigentlich eine ganz gute Formation. Drop Tanks, jo. Ich könnte hier jetzt noch sagen, zwei Bomben mitnehmen. Oder nichts, ja. Long Range Fighter, Long Range Strike, Long Range Attack. Aber wir sind ja Long Range Fighter. Müssen ja Bomber eskortieren. Gut, gucken wir noch mal kurz auf den Flugplan. Treffen wir uns da. Was greifen wir an? Okay. Eine Stadt. Wahrscheinlich ein Hafengebiet oder so. Fliegen dann zurück und fertig. Okay. Ja, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, aber ich dachte, wir wären davor abgefangen worden. Darum habe ich, bin ich beim letzten Mal einfach zum Punkt geflogen. Hätte ich wahrscheinlich länger bei den Bombern bleiben müssen. Also, das versuchen wir jetzt noch mal. Morgens und wir starten als Chef und jetzt können wir, das hatten wir ja letztes Mal schon, als wir abgeknallt, als unser Chef abgeknallt wurde, dass wir ein bisschen was an unserer Staffel sagen konnten. Ja. Warten wir noch kurz, ich hätte hier, machen wir die Flaps raus, zack. Landing Gear rein. Und los geht's. Oh, jetzt. Rendezvous. Spotted friendly bombers, 12 o'clock. Die hatten wir letztes Mal schon, aber diesmal haben wir mal schöneres Wetter und sind auch nicht in der Dämmerung unterwegs. Der war 9 o'clock. Der ganze Flug. Attack the Fighters. 9 Uhr, die sind ja hinter uns. Ich fliege jetzt auch mal ein bisschen höher. Um aus der Wolkenschicht rauszukommen. Schon so ein bisschen orientierungslos, muss ich gestehen. So, da sind sie. Dann können wir. Sind wir ja aus den Wolken raus, haben einen höheren Kontrast bei den weißen Zeros und können sie dann schnappen. Wir nehmen natürlich die da vorne. Okay. Also ist es so, dass der die Staffel aus zwei Wings besteht und eine ist mein Wing und es gibt dann auch noch den anderen Wing oder die andere Sektion, Other Section. Oder halt den Entire Fight. Das sind dann alle. So. Das hat gesessen. Ich habe ein bisschen Angst, den eigenen Bomber abzuschießen. Ah, er raucht schon. Komm. Und runterher. Gas. So. Der andere ist da oben. Scheinen zwei Staffeln Bomber zu sein. Holen wir uns die erstmal. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele verloren. Sind schon reichlich Fallschirme hinter uns. Der scheint ja auch hoch und weg. Wir hatten wieder irgendwie die Tastaturangabe ging nicht so richtig. Ja, also
Da sind reichlich Fallschirme. Schade. So war das nicht gedacht. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht kein Grund, die Mission neu zu starten. Das habe ich dann halt einfach wirklich verbuckt. Hier gehen wir nochmal. Ah ja, jetzt kommen wir hier näher. Also, ich meine, es waren drei. Einer wurde schon abgeschossen und der andere ist jetzt abgeschossen worden. Okay, wenn wir uns aber an die Karte erinnern, schauen wir einmal. Also, wir müssten jetzt dahin. Das ist noch ein richtiges Stück mit den Bombern. Ich habe natürlich jetzt auch... Warte mal, was sagt denn der Flugplan? Your current location. Ja, dann kann ich jetzt... Also, das ist jetzt noch nicht der Punkt. Dann werde ich jetzt nochmal den Autopilot anwerfen. So. Reach Target. Fliegen wir mal ein bisschen langsamer. Verflixt. Ich wollte nicht beidrehen. Ansicht drehen. So. Boah, ja, also... Wir müssen langsam mal. Feinde sind hier jetzt soweit erstmal keine. Okay, aus der einen Staffel scheint es wirklich nur einer überlebt zu haben. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass da mindestens zwei abgeschossen worden sind. Das da hinten sind noch vier. So aus. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die schon abgeworfen haben, weil wo hätten die ihn abwerfen sollen? Hier über Wasser? Sind da Schiffe? Nee. Okay, die drehen jetzt bei. Fliegen ja auch wieder schön in eine Wolkenbank rein. Ja, aber... Gibt es denn jetzt hier noch was? Ja, sind die nicht wieder in der Formation? Nee. Doch. Bringen wir mal ein bisschen auf die Bomber zu. Ist natürlich blöd jetzt in der Wolke. Ah, okay. Ah doch, die bleiben in Formation. Der kommt jetzt wieder zurück. Ein bisschen schneller. Ich guck noch mal auf die Karte. Your current location. Ja, also da vorne ist ja schon, oder greifen wir das auf der Insel da vorne an? Wir bleiben mal noch hinter denen, weil theoretisch müssten die ja auch dann beidrehen. Könnt ihr jetzt natürlich auch die Zeitbeschleunigung anmachen, habt dann aber Angst, das alles zu verpassen. Ja, so sieht eine P-38 von innen aus. Schön viel Platz, wie es aussieht. Ledersitze. Sieht auch die Lufteinlass. Okay. Wieder runter. Drehen die jetzt bei. Ist halt die Frage. Aber die drehen jetzt bei. Dann haben die doch abgeworfen. Komischer Missionstyp. Oder liegen die in Kreis, um jetzt da abzuwerfen? Verstehe ich jetzt auch nicht, aber gucken wir mal.
bisschen näher ran. Ja, ich bin so leicht angeschnupft. Oh, schauen wir mal. So, ja, aufpassen. Wir sind leicht in die Wolken rein. Da könnte sein, dass die hier jetzt in der Stadt Industriegebiete oder was bombardieren. Weiß ich auch nicht. Aber nochmal auf die Karte geguckt. Theoretisch ist das der Rückweg. Wollen wir uns nochmal die B24 angucken. Ah, ich glaube, die weichen nur uns aus. Die greifen jetzt nicht an oder so. Mal noch ein bisschen langsamer. Außen gucken. Hier wird nichts abgeworfen. Ich hätte jetzt auch gedacht, die bombardieren da das Flugfeld oder den Hafen oder den anderen Hafen. Aber wäre natürlich auch hilfreich, wenn man wüsste, was die bombardieren. Hier hat man jetzt auch gerade noch mal dieses Abdunkeln in unter an Wolken gesehen. Was ich ja vor ein paar Folgen gar nicht glauben konnte, dass das ein echter Effekt war, aber doch, war es. Und es ist richtig cool. Hier sieht man das auch nochmal, was ich meine. Also die Schüsse kommen ja quasi aus der unterhalb der Cockpit-Kanzel und nicht mehr aus den Tragflächen. Das macht es echt einfacher. Aber was die Kollegen dahin machen, weiß ich jetzt auch nicht. Lassen wir uns mal nicht von den B-25 abhängen. Versuchen wir mal ungefähr so ein bisschen mit denen in Formation zu fliegen, dass wir vielleicht sehen, wenn die was abwerfen. Vielleicht. Ich will die natürlich auch die KI jetzt nicht immer aus der Formation werfen. Ja, also, wenn, müssen sie jetzt langsam mal. Ich meine, wir könnten natürlich auch nochmal runter unten den Hafen angreifen. Munition hätten wir ja. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Flakfeuer alleine. Darum lassen wir das. Ja, aber wir fliegen jetzt zurück. Also das. Ja. Gut, also hier brauche ich jetzt auch nicht großartig warten. Ja. Ja, safely returned. Genau. Komisch. Komischer Missionstyp. Kann ich mich auch so gar nicht mehr dran erinnern. So, gut. Wir haben ein Flugzeug verloren. Wir haben nur einen verloren. Okay, das sah doch nach mehr aus, was die Fallschirme da hatten. Jo. Also, partial success. Most of our bombers. Okay, dann ist der Abschuss aus unserer Staffel. Da wurde ja auch einer abgeschossen. Okay. Continue. Gut. Diesmal wieder eine etwas längere Folge mit auch Durststrecke drin, aber ich denke, wir haben das jetzt geklärt. Bei Bomber Escort lohnt es sich jetzt nicht, da rumzugammeln, bis die irgendwas abgeworfen haben. Die werfen nichts ab. Oder machen es so früh, dass wir es gar nicht mitkriegen und man kann die halt so nicht richtig begleiten. Ist halt nur wichtig, dass möglichst viele Bomber wieder zurückkommen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen.